Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Detroit Become Human. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Vertrag dich mit Lieutenant Anderson. So, über das Auto kann ich ja leider nichts rausfinden, ne? So von wegen Marke oder sowas. Nummer 5 im dritten. Der ist blitzschnell. Der Gaul kann echt richtig rennen. Pferdewetten. Na, das kann ich doch analysieren und ihm einen Tipp geben, ne? Willst du was setzen? Dein letzter heißer Tipp ist ganz schön teuer für mich geworden, Pedro. Komm schon, das hier ist anders. 100% Garantie. 100%. Dann sind wir doch mal gespannt, was hier 100% sind. So, was haben wir denn hier? Detroit Lebensmittelhygienelizenz. Irgendwie schaut das selbst geschrieben aus. Lizenz abgelaufen, Erneuerung abgelehnt. So, was haben wir mit ihm? Case Gary. Geschäftsinhaber, Vorstrafen, Widerstand gegen Festnahme, Verstoß gegen Hygieneverordnung. Wenn das jetzt schon eine Straftat ist? So, keine Vorstrafen. Hätte mich auch gewundert. So, was haben wir hier? Illegales Glücksspiel und Betrug. Na klar. Ha. Okay, ich bin dabei. Verdammt gut. Jetzt bin ich gespannt. Du wirst nicht bereuen. Was ist dein Problem? Kannst du nicht tun, was man dir sagt? Du kannst mir nicht hinterherrennen wie ein Hund. Versöhnen? Wir entschuldigen uns. Mein Verhalten auf dem Polizeirevier tut mir sehr leid. Ich wollte nicht unhöflich sein. Oh, wow. Du hast sogar ein Arschkriecher-Entschuldigungsprogramm. Die von CyberLife denken wirklich an alles, hm? So. Bestimmt extrem ungesund, was er da zu sich nehmen möchte. 710 Kilokalorien, 184 Gramm Zucker, Ananas Passion Fruit. Boah. Kilokalorien, 36 Gramm Fett, 53 Gramm Kohlenhydrate, 53% Wasser, 2,2 Gramm Salz. Naja, wie ein ordentlicher Burger halt sein muss, ne? Wie ein ordentlicher Burger halt sein muss. Pluspunkte könnte ich sammeln, wenn ich bezahle, aber das war's auch. Oder wenn ich auch was esse. Zu sehr. Ah, danke, Gary. Ich verhungere. Vergiss das Ding nicht. Keine Chance. Der folgt mir überall hin. Kann mir sonst was machen? Nee, ne? Schade. Siehst du? Kein Ton über den Burger. Glücksspiel, Cholesterin, Umgang, guten Appetit. Guten Appetit. Der Umgang. Ich will Sie nicht beunruhigen, Lieutenant. Aber bei Ihren Freunden scheint nicht alles legal zuzugehen. Tja, es muss halt jeder sehen, wo er bleibt. Solange Sie niemanden verletzen, lasse ich Sie machen. Okay. Highway, über Connor, Hank und Androiden, Abweichler. Was ist denn Highway? Heute Morgen, als wir die Abweichler verfolgten. Ah, ja. Warum sollte ich nicht über den Highway? Das war viel zu gefährlich. Und ich hasse den Papierkram, wenn Ausrüstung beschädigt wird. Mhm. Hank und Androiden, Abweichler, über Connor. Reden wir über Connor. Möchten Sie irgendetwas über mich wissen? Scheiße, nein. Tja doch. Warum siehst du so dämlich aus und klingst wie der letzte Arsch? CyberLife-Androiden sollen harmonische Beziehungen herstellen.
Mein Äußeres und meine Stimme sind darauf ausgerichtet, meine Integration zu erleichtern. Tja, war wohl nichts. Zumindest nicht bei ihm. Kommt nicht schneller. Ich habe eine persönliche Frage, Lieutenant. Warum hassen Sie Androiden so sehr? Zu persönlich. Ich habe meine Gründe. Möchten Sie erfahren, was wir über Abweichler wissen? Aber sicher doch. Weiter. Wir vermuten eine Art Mutation in der Software einiger Androiden, die zur Nachahmung menschlicher Emotionen führt. Klartext, bitte. Sie können nicht wirklich fühlen, sondern erhalten irrationale Anweisungen, die unberechenbares Verhalten auslösen. Emotionen machen nichts als Ärger. Das stimmt. Die Androiden ähneln uns doch mehr als gedacht. Schon mal mit Abweichlern zu tun gehabt? Nur das, was er in Erinnerung hat, ne? Vor ein paar Monaten. Ein Abweichler wollte mit einem kleinen Mädchen vom Dach springen. Aber ich konnte sie retten. So, du hast bestimmt deine Hausaufgaben gemacht. Und hast jetzt alles über mich rausgefunden. Wir sagen die Wahrheit. Ich weiß, dass Ihr Abschluss exzellent war. Sie haben viele Fälle hervorragend gelöst und wurden der jüngste Lieutenant in Detroit. Ich weiß auch, dass Sie in den letzten Jahren häufig abgemahnt wurden und Sie verbringen viel Zeit in Bars. Und was schließt du daraus? Naja, das ist ein interessanter Charakter ist. Die Arbeit mit einem Officer mit privaten Problemen ist eine Herausforderung. Aber Anpassung an menschliche Fehlbarkeit ist eine meiner Funktionen. Mir wurde ein mutmaßlicher Abweichler gemeldet. Nur ein paar Blocks entfernt. Wir sollten nachsehen. Ja, das sollten wir. Essen Sie in Ruhe auf. Ich bin im Auto, wenn Sie mich brauchen. Der tut doch echt mal das, was man ihm sagt. Und er wird mich noch mögen. Ganz bestimmt. Connor, sind deine Batterien etwa leer? Tut mir leid. Ich habe CyberLife Bericht erstattet. Und willst du da etwa im Aufzug stehen bleiben? Nein. Ich komme. Befrage den Verdächtigen. Das ist das da vorne etwa schon geblutet? Nee. Scheint Staub zu sein. Staub, Dreck und Bakterien. Nicht viel. Ein Nachbar hat berichtet, dass er seltsame Geräusche auf dieser Etage gehört hat. Ach, komm, die Wohnung sollte unbewohnt sein, aber der Nachbar... Oh. Eine Felsentaube aus Versehen. Ich habe hier einen Mann gesehen, der eine LED verbarg. Oh Mann. Was der hier eine LED verbarg. Wenn wir jetzt auch noch jedes seltsame Geräusch untersuchen sollen, brauchen wir echt mehr Cops. Ist jemand zu Hause? Aufmachen, Detroit Police! Ich kann auch energisch. Bleib hinter mir. Verstanden. So. Grüß Gott. Befrage den Verdächtigen. Ja, dafür muss ich den Verdächtigen erstmal finden. Da rein? Nee. Hallo, ihr Taub. Was zur Hölle ist das denn? Scheiße, wie das hier stinkt. Das glaube ich. Was haben wir denn da? Tja. Eine Karte. Oh. Gefälschter Ausweis. Der Führerschein ist gefälscht. Cool, da hat sich der Besuch gelohnt.
Blutspuren? Nee, Militärjacke. RT. Vermutlich Initialen. Er hat seine Initialen auf der Jacke. Sowas machen Mütter für ihre Erstklässler. Er ist nichts. Android. Und er scheint scheinbar auch nichts zu riechen. Finde den Ursprung des Lärms. So, was haben wir denn hier? Felder im Herzen der Stadt. Verstehe ich nicht. Poster einer Urbanfarm. Ach so, die Urbanfarm von Detroit jetzt. 100% Recyclingpapier, kürzlich bewegt. Na dann, weiß ich doch ab. Ein sogenanntes Buch. Was sind das Schaltzeichen? Schaltkreise? Was gefunden? Habe ich mir jetzt ein Virus damit eingehandelt? Ich weiß nicht. Wohl eine Art Notizbuch, aber es ist nicht entzifferbar. Ah. Ich schaue mir erstmal alles an. Er versorgt wilde Tiere. Naja. Warum auch nicht? Kann er ja machen, ne? RA9, schon wieder. Irgendeine Idee dazu? RA9. Und zwar 2471 Mal. Das gleiche Symbol hat Ortiz Android an die Duschwand geschrieben. Warum sind sie so besessen davon? Dann steht bestimmt auch irgendwo einmal live. Sieht aus wie Labyrinthe oder sowas. Zwanghaftes Schreiben. Labyrinthe? Was ist das? Erstmal eine Probe. Blaues Blut als vermisst gemeldet, okay. Jetzt bin ich Ralph. Seine LED ist im Waschbecken. Natürlich war es ein Android. Ein Mensch hätte diese Scheißtauben nicht... Im einen Moment dachte ich, das wäre hier von unserer Kara gewesen, aber war nicht so. So, lass mich raten. Stuhl. Holzhocker, kürzlich umgestoßen. Spuren von Vogelfäkalien. Mhm. Was ist das? Textmarker noch feucht, kürzlich benutzt. Mitternachtsschwarz. Halt, halt, halt. Ich wollte rekonstruieren, wollte ich doch. So, ich analysiere mal ganz kurz. Dann gehen wir mal ganz zurück. Verdächtiger war vor kurzem hier, genau. Hat hier seine RA9s gemacht. Wohnzimmer gerannt. Oh, Scheiße, ich hasse diese Viecher. Bleib doch mal entspannt. Ich wollte hier eigentlich noch reingucken, Hank. Da gab es nicht noch was für mich. Aber jetzt anscheinend nicht mehr. So, hier haben wir schon mal Fingerabdrücke. Spuren vom Vogel. Ach, keine Fingerabdrücke. Okay, dann kann es ja eigentlich nur von dem Androiden gewesen sein, ne? Was hier? Spuren frisch. Spuren vom verzinkten Stahl. Spurenbreite 49,8 cm. Das sagt mir mal gar nichts.
Und ein Haar? Nee. Metallhaken, kürzlich zerbrochen, rostfreier Stahl. Wie kann denn der bitte zerbrechen? Ach, lass mich raten, der hing da rum. Und der Android hat ihn umgestoßen. Das muss eine ganz schöne Wucht gewesen sein. Das Verdächtiger hat gehört, wie wir reingekommen sind. Oh, dann ist er bestimmt da rein. Oder nach oben, das kann natürlich auch sein. Echte Bücher. Echte Bücher. Ich dachte, ich wäre der Letzte in Detroit, der noch welche hat. Diese gottverdammten Dreckstauben! Worauf wartest du noch? Hinterher! Quicktime-Events, wie ich sie hasse. So, lauf! Der rechte war es, glaube ich. Nein, nicht hängen, nicht kaputt gehen. Oh, ich glaube, das Spiel ist gerade abgekackt. Nee, ist es nicht. Achtung! So, ich flitze einfach mal. Klasse. Okay, er läuft da, dann gehen wir zur Leiter. Was soll das denn? Vorsicht! Entschuldigung. Ja, als Mensch ist man da etwas benachteiligt, möchte ich behaupten. Aber warte, du kleiner Stinker, den ich dich hab. Warum haut der ab? Der hat doch bis jetzt nichts getan. Immer noch nicht gereicht. Hä? Wie kommt der so schnell her? Überlebenschance. Warum? Der hat 89% Überlebenschance. Sein. Du weißt, was sie mit mir machen, wenn du mich festnimmst. Warum? Modell 874004961. Deine Software weist gravierende Fehlfunktionen auf, darunter Klasse 4 Fehler. Uiuiui. Du bist somit also defekt und wirst zur Deaktivierung zu Cyberlife zurückgeschickt.
sprühe dich nicht vom Fleck. Jetzt haut er mir bestimmt erstmal eine rein. Du Drecksack! Du hast gesehen, dass ich falle, aber deine Scheißmission war dir wichtiger. Ich musste mich entscheiden. Es erschien mir... Was bin ich für dich? Eine Ziffer? Eine Null oder eine Eins in deinem Scheißprogramm? Ist das dein Bild von Menschen, du Mistkerl? Scheiße! Ich verstehe ihre Wut. Die Einschätzung war... Ich scheiße auf dich und deine Einschätzung! Aber 89%. Warum machst du das? Okay. Du bist einer von uns. Schnauze! Du hilfst den Menschen. Doch du bist nur ihr Sklave. Ich sagte Schnauze! Okay. Okay. Komm mit. Ich hätte ihm vielleicht doch helfen sollen. H9, rette mich. Hey, was zur Hölle? Ach du Scheiße. RA9. Ist das denn den ihr Gott? Schissen Androiden. Rupert hat Selbstmord begangen. Ach ja. So, ich habe das Tagebuch gefunden, das ist schon mal gut. Aber ich hätte vielleicht echt Hank helfen sollen, na egal. Ist so, man lebt mit seinen Entscheidungen, nicht wahr? Marcus. Wer seid ihr? Flüchtende. So wie du. Ich bin Josh. Ich bin Simon. North. Spur? Zuflucht. Ich verstehe nicht. Ich dachte, Jericho sei ein Ort, wo Androiden in Freiheit leben. Wir leben in Freiheit. Vielleicht anders, als du gehofft hast, aber hier gibt es keine Meister. Wir gehören niemandem. Frei? Sich verstecken, nur um zu überleben? Das ist Freiheit für dich? Menschen hassen uns. Wir können nur im Verborgenen überleben. Für solche wie uns gibt es keinen sicheren Ort. Wenn Menschen uns entdecken, töten sie uns. Das hier ist Jericho? Eine Zuflucht für die, die nicht länger Sklaven sein wollen. Was macht man da? Ich verstehe, wie du dich fühlst. Aber hier herrscht mehr Freiheit, als du je hattest. Ich bin mal direkt. Im Dunkeln zu warten, dass was passiert? Das ist für mich keine Freiheit. Du bist verwirrt. So wie der Rest von uns. Wir wollten das alles nicht. Wir müssen jetzt aber damit klarkommen. Ich kann auch einfach wieder gehen. Du bist dir sicher. Du kannst bei uns bleiben, solange du möchtest. Sprich mit Lucy. Sie kann dir vielleicht helfen. So, jetzt machen wir erstmal Feuer. Hier ein bisschen die Stimmung aufheitern. Drüben können wir noch ein bisschen Feuer machen. Nee, du schaust zu kaputt aus. Mit dir rede ich noch nicht. So, was haben wir denn da? Hallöchen. In einem üblen Zustand, was? Das ist egal. Mein Dialyseprogramm funktioniert nicht. Aber es hätte wohl ohnehin keine guten Nachrichten. Was ist mit dir passiert? Sie banden mich an meinem Auto fest. Sie wollten wohl ihren Spaß haben. Ich will mich nicht abschalten. Nein, ich... Ich will mich nicht abschalten.
Ich kann dich abschalten. Ja, ist ja gut, ich bin hier nicht so gemein. Moin. Du hast Spaß mit deinem Ball, hä? Aber wofür Feuer machen? Hallo. Zeit hier, verwundert Jericho, du. Du! Was ist früher deine Funktion gewesen? Das ist doch egal. Oh, Mädel. Du willst ein bisschen Smalltalk halten, ne? Viele hier sind in einem schlechten Zustand. So behandeln Menschen die, die nicht gehorchen. Sie verachten uns. Sie werden uns nie akzeptieren. Alle hier brauchen Ersatzteile und blaues Blut. Warum hat das noch niemand besorgt? Weil sich keiner traut. Das ist nicht so einfach. Wir können ja schlecht im Cyberlife-Geschäft einkaufen. Und niemand will riskieren, Jericho zu verlassen. Wenn du Geborgenheit suchst, bist du hier am falschen Ort. Was habe ich hier dann? Einfach nur ein Versteck? Klasse. Kann ich auch einen Keller von so einer Abrissbude nehmen. Was haben wir denn da drin? Oh. Okay, keine Ersatzteile. Cyberlife Lager und Docks, West Torrent Avenue, Detroit, Michigan. Route wird berechnet. Sehr gut, dann können wir nämlich hier ein paar Ersatzteile für die Jungs hier besorgen. So, da war noch was, da war noch was. Was mit dem Stöpsel? Sie haben ihn weggejagt, als sie ihn nicht mehr haben wollten. Er hat auf der Straße gelebt, bis wir ihn herbrachten. Android? Sie werden sich alle abschalten, wenn wir ihnen nicht irgendwie helfen. Sie brauchen dringend blaues Blut und Biokomponenten. Wir schlachten alle aus, die sich abschalten. Aber das reicht einfach nicht. Und wie überleben sie? Tun sie nicht. Wir sterben langsam aus. Tja, hat irgendwie was Postapokalyptisches, ne? Wenn man sich gegenseitig langsam aufisst und so langsam alle zugrunde gehen. Ich hörte, Menschen fürchten sich auch vor dem Tod. Weißt du, was danach mit uns passiert? Nein. Nein, leider nicht. Tja, ich werde es bald wissen. Wie heißt du? Marcus. Schön, dich kennenzulernen, Marcus. Jetzt hat sie sich abgeschalten. Das Ding ist ja das, ne? Wenn sich so ein Android abschaltet, nimmt man die Festplatte, steckt sie in den neuen Androiden und der macht genau da weiter, wo er aufgehört hatte. Moin. Der fehlt irgendwie der Bist Kopf. Bist du Lucy? Setz dich. Na
Ja, setzen. Zeig mal. Zeig was? Aua. Ich stoppe die Blutung. Blaues Blut. Gib mir deine Hand. Irgendwie ist es seltsam, diese Lucy, ne? Abgesehen davon, dass der halbe Kopf fehlt. Du hattest alles und hast alles verloren. Du hast die Hölle gesehen und sie tobt jetzt in dir. Dein Herz ist geteilt. Ein Teil ist Schatten und ein Teil ist Licht. Was wird siegen? Finde Leo. Deine Entscheidungen formen unser Schicksal. Vor allem unser. Als ob ich jetzt irgendwie hier so die Special Neo-Version wäre, ne? Unterbreite Simon. Ja, egal. Gut, Freunde, das war's wieder für heute. Ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein und fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und Tschüssikowski.